Ja, wir wollen ja gar keinen Screenshot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play ATS. Wir haben heute eine 43 Tonnen Fräsmaschine, fahren nach Port Angeles und starten hier, wo wir zuletzt in Kennewick losgefahren sind. Ups, ich wollte euch das nur mal kurz über die Karte zeigen. Dort war ich nämlich noch nicht, also die Strecke, das Teilstück von ja. Ima kenne ich nicht bis dahin und dann ab hier, das kenne ich auch nicht. Bin ich mal gespannt, ja, wie die Strecke so ist. Nehmt euch gerne mit und ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, ich hätte voll Bock natürlich auf Texas, Montana auch. Finde ich aber aktuell noch ein bisschen zu happig. Zug kommt zum Glück nicht. Und hätte eigentlich voll Bock auf Idaho DLC. Sieht schön ländlich aus. Bauernhofmäßig. Ja, Montana ist natürlich auch schön ländlich und Wald und so. Voll geil, fühle ich. Da würde ich aber noch warten, bis das irgendwann mal bei Instant Gaming oder MMOGA auftauchen kann, würde. Oder bis Steam sagt, hier so, Sale ist da. Habe ich nichts dagegen. Ich bin jetzt nicht geizig so dafür, aber ich muss sagen, die, also bis auf Texas ausgenommen, sage ich mal, weil das ja das letzte ist, finde ich trotzdem den vollen Preis dafür jetzt zu zahlen ein bisschen, ja, ein bisschen zu viel. Dafür, dass es die schon länger gibt. Also ansonsten stelle ich mich ja auch nicht an, aber ne. Ich denke mal, das kann der ein oder andere nachvollziehen. Der zu viel Geld hat oder über hat, der kann das natürlich nicht nachvollziehen. Aber ja. Gibt ja solche und solche. Alle kann man ja nicht glücklich machen, ne? So ist das nun mal. Ja, und weil ich gesehen habe. Das erste ATS-Video kam sehr gut an, also die 24-Stunden-Statistik war echt sehr, sehr gut. Hätte ich selber auch nicht erwartet. Natürlich weiß ich nicht wegen der Länge da, das ist ein bisschen komisch, ob das jetzt wirklich so ist mit 1,5 ist das und 3,0 das, keine Ahnung. Aber von den Aufrufen her, die Daumen waren auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob wir hier rüber dürfen. Wir fahren erstmal rüber, wenn nicht, müssen wir halt wieder darüber. Eigentlich war das ja nur in ETS damals so, bevor die das. Oh ja, siehst du, hier geht's doch nur nach rechts. Überarbeiten. Sorry, Herr Busfahrer hinter mir, war keine Absicht. Ja, wir müssen ja nicht die ganze Zeit reden. Wir können ja auch mal hier die Tour genießen. Oh, schick, schick. Können wir mal ein bisschen mit der Kamera fahren. Da sieht man auch ein bisschen was. Ein bisschen mehr. Oh, ein bisschen Druck hier. Müssen ein bisschen hochkommen. Ich hoffe, jetzt kommt keiner. Ja, ist das so? Der blinkt da wieder aber, ja? Natürlich das Navi, aber ja, ist okay. Muss noch bald mal wieder tanken hier. Ah, freut mich, dass es euch gefällt. Mir gefällt es auch. Ich habe es echt früher ganz, ganz viel ETS gespielt. ATS leider nicht so viel. Die Community war da kleiner.
Ja, das fällt euch aber zeitig ein hier. Alter, deswegen der Heli. Ich dachte gerade schon, macht einer Bungee Jump oder was? Platz da! Was kommen wir hier? Und keine Zeit. Ah ja, Freunde, so ist das. So war das schon damals. Sieht doch ganz cool aus. Weiß gar nicht, ob denn hier der Sound so laut ist vom LKW. Wenn es jemand stört, schreibt gerne in die Kommentare, wenn das von außen zu viel ist. Tankstellen gibt es hier wenig, ja, über Land. Hier zumindest keine. Nur in der Stadt wohl. Wie lange reicht das denn noch? Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war, ne? Ah, I. Distanz. Ja. 743 Meilen. Ja, da müsste man ja easy peasy hinkommen. Und noch zweimal so weit. Okay. Dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Dann geht es hier weiter. Okay. Also, bis hier kennen wir schon die Strecke etwas. Haltstück. Und ab gleich dann nicht mehr. Ab jetzt. Genau, hier sind wir nämlich geradeaus irgendwann mal gefahren. Oh, wo lang? Alter, was ist denn das hier? Junge, Junge, Junge. Pyra, was ist das für eine Kreuzung? Ja, wir kommen in Amerika, ne? Schön gemacht. Wenn man es nicht kennt, ja, muss man auch als richtiger Autofahrer da aufpassen, ne? So. Ein bisschen auch von innen wieder, dass wir nur von außen sind. Aber es war gerade cool. Irgendwie war es gerade im Flow. Ja, Idaho würde ich um die Hälfte günstiger kriegen als Original. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Oh, wir sind hier in der Stadt. Sind wir hier in der Stadt? Nee, schon sagen. Bisschen aus wie Stadt. Oh! Oh, 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 oh. Ja, werd ich mal eher nach. Schade, hier hätten sie noch eine Tankstelle hersetzen können. Das wäre cool gewesen. Ja, ich habe eh 43 Tonnen, ich habe zwar einen guten LKW. Oh, hier, Conny. Connys Reisemobil. Hab ich mir erst vor uns angeguckt. Hier ist er nicht. Warum kann man denn nicht tanken? Alter, nur. Schade. Hätte ich trotzdem mal voll gemacht, das Teil. Okay. Turn left. Nur für NPCs ist geradeaus möglich. Ja, das sind so kleine Dinge, die so schade sind, aber was willst du machen? Du kannst ja auch nicht die ganze Welt hier nachbilden, ne? Was willst du machen? So ist das eben, ne? So ist das eben. So, was sagt denn ihr die Zeit? Gleich 10 Minuten. Ja, ein paar Minuten machen wir noch. Alles können wir eh nicht fahren. Nur noch 241 Meilen hier. Stimmt das überhaupt? Ja, boah. Ja.
voll ist das schon, ja. Ich bin ja noch nie lang. Also so stelle ich mir das dort auch vor, in Montana und Idaho. So ähnlich zumindest, ja. Bei dem einen ein bisschen mehr Wald näher dran, so. Ich meine, der ist zwar nah dran, aber man hat ja relativ freie Sicht. Ja, guten Tag, Kollege. Da kann man doch mal hupen, oder? Schade, dass sie das hier nicht machen, ja. Bei Tramsen klappt das. Sieht schon schön aus, herrlich. Also kannst du nicht meckern, ne? Bei ATS. Optisch. Auch hier schön, schön gemacht. Sieht echt toll aus. Sehr schön. Neben der Schön ist aufpassen, dass ich hier nicht Unfall baue. Ja, also landschaftlich gesehen reizt mich ATS auf jeden Fall mehr. Natürlich gibt es ja auch schöne Sachen zu sehen. Aber in echt, so wie im Spiel, so ist das echt schon. Gerade wenn man sich die. Ich weiß ja nicht mehr von euch, Conny da guckt, Conny Reimann guckt. Sich das dann noch anguckt, die sind ja durch ganz Amerika gefahren. Von Ost nach West. Ich denke mal, hier sieht man ein bisschen mehr von der Landschaft, oder? Vom Bild her? Ja, doch. Sind Spiegel und Armaturen im Weg. Was bereise Washington 2 von 3 Errungenschaft. Ja, die nehmen wir doch mit. Ja, Freunde, so ist es. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein 2- oder 3-Teiler wird. Kommt natürlich drauf an, wegen der Strecke. Boah, jetzt sind wir gerade so schön im Flow. Ich hoffe, keiner kommt von vorne. Nee. No risk, no fun. Jetzt kam einer. Gerade noch geklappt. Sauber. Da kommen alte Zeiten hoch, Freunde. Wie wir zusammen da durch die Gegend geheizt sind, überwiegend in ETS, mit Uwe ein bisschen ATS. Na, doppelt durchgezogene Linie, ich weiß nicht erlaubt, kam gerade nichts im Glück, hab zwar frei. Ja. So, Freunde, ich würde sagen, bis hierher und nicht weiter. Und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Und schreibt bitte in die Kommentare, ob Idaho oder nicht. Also macht's schön gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.